Nun hat auch Engen sein eigenes Streetfood-Event. Oberhalb der Altstadt, im alten Stadtgarten, fand Markus Fetscher den idealen Standort für sein Vorhaben. Wir sind immer auf der Suche nach Standorten, die jetzt noch frei sind, die vielleicht noch nicht bespielt worden sind von dem Streetfood-Markt. Und so sind wir jetzt vor geraumer Zeit auf Engen gekommen, weil das halt einfach noch auf meiner Karte ein grauer Fleck war und den wollten wir jetzt noch farbig machen. Und genauso bunt und vielfältig waren die Speisenangebote an den insgesamt 14 Foodtrucks. So war denn für fast jeden Geschmack auch etwas dabei. Herzhaftes und Süßes, Gebratenes, Gebackenes oder Frittiertes. Exotische und traditionelle Speisen. Genau diese Mischung sei es, was solche Streetfood-Märkte ausmache, meint der Veranstalter. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem klassischen Imbissanbieter, der vielleicht Schupfnudeln da hat, der dann noch eine Champignonpfanne da hat, der die Bratwurst da hat, diese Mischung haben wir nicht. Jeder ist spezialisiert auf sein Produkt und das macht er eben auch besonders gut. Und das ist auch der Grund, warum das da einfach funktioniert. So, zweimal die Veggie. Genauso individuell wie das Essen zubereitet wird, also auch dieses frische, nichts Vorbereitetes, sondern live kochen vor den Augen, genauso liebevoll werden auch die Fahrzeuge gestaltet und da ist jedes Fahrzeug dann ein Unikat, so wie es die Aussteller letzten Endes nachher auch sind und das ist, denke ich mal, die Mischung, die das Ganze ausmacht. Für eine etwaige Wiederholung wünschte sich Markus Fetscher. Wieder den alten Stadtgarten, vielleicht mit einem Tag mehr Sonne. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Also die Engener sind ja da, die sind auch im Regen gekommen. Das ist auch nochmal ein großes Kompliment an die Engener. Ja, die lieben auch ihr Bier, das habe ich auch rausgefunden. Und unterm Strich hat das alles funktioniert. Also wir sind auf jeden Fall alle zufrieden und sind auch gerne wieder da.